Auf einmal hat es sich geschlossen. Nicht auf einen Schlag, sondern nach einer 40-jährigen Ausziehungskette. Jetzt weiß ich, ahne ich zu wissen, warum das so sein muss. Warum die Schmerz, Lust, Horror, Terror, das Tödlichkeitsprinzip mit der Grenze des Erkennens zusammenhängen muss. Warum wir dieses Daseinsgefühl haben und gleichzeitig nicht bemerken, was wir nicht mal mehr wissen, nämlich dass wir, ob dieses Daseinsgefühl eben nicht mehr da sind, nicht mehr in der Existenz sind, nicht mehr im Wissen sind. Warum also strukturellerweise wir nicht bemerken dürfen, wie wir als dieser Wahrnehmungs-Realitätsgenerator, Pseudo-Realitätsgenerator, der die Welt generiert, projiziert, funktionieren, denn würden wir das verstehen und würden wir noch wissen, was wir mal wussten, was sich an dieser Grenze, an der wir zu diesem Apparat wurden, gewesen waren, dann haute das einfach nicht hin. Wir blieben in Schrecken des Parmenides erstarrt und wir könnten das Heraklitische nicht projizieren, produzieren, generieren und somit dem Sein nicht diese eine Seite seines Seins vorhalten. Wir könnten nicht jener Fernseher sein, der beschaut, der gesehen wird, sondern wir wären selbst ein Filmapparat, der aufnimmt, der sich im Aufnehmen selbst besieht, aber kein Bild erzeugt, sondern nur mit Chamäleon-Stilaugen sich selber betrachtet und damit nichts sähe. Wir sind diese Sklaven des Bildgenerierungsapparats der Welt und dürfen nicht bemerken, dass wir in diesem Arbeitsverhältnis sind, durch das Sein erzeugt wurden. Und wodurch wurden wir erzeugt? Das ist dann die lange Ausziehungskette, über die wir schon 100-mal gesprochen haben, dass die sich jetzt aber schließt. Das ist das Erstarren vor dem Brotum Pseudos, der Urhorror-Terror, der eine lange Kette vor sich her hat und die Voraussetzung ist, dass dieser Schreckterror eine Zerreißung, eine Unmöglichkeit, eine Spaltung erzeugt, die wiederum die Basis ist, sich in den Tröstungen des Symbolischen dann wieder zuzugleistern, in der Generierung des unbewussten Apparats sich wieder zuzugleistern, indem da ein zweites System erschaffen wird, das am Ende im Vergleich mit dem ersten den Projektionsspeicher der Wahrnehmungsbildchen abgibt. Es braucht immer dazu eines Memes, eines Erinnerungsspeicher, der die Bildchen kurz anhält und mit den vorhergehenden, die sofort wieder gelöscht werden müssen, vergleicht. Wir dürfen nicht bemerken, dass wir dieses Daseinsgefühl eigentlich nur wegen des Gefühls des ständigen Verschwindens und Verlorenseins in jedem Bild behaupten, dass das nur die Gegenreaktion ist. Oh je, ich habe bemerkt, ich bin verloren, ausgeworfen. Ich zerlege mich in jedem Moment, verschwinde in jedem Moment und daher erst recht will ich in das Unsterblichkeits-, in das Ewigkeitspersistenzphantasma meines eigenen Vorstellungsarbeitsspeichers aufgenommen werden, der dieses Ich-Selbst-Gefühl zusammenhält. Diese, wie hat das Rilke gesagt, jetzt haben wir es wieder vergessen, aber es macht nichts. Wir machen kurz Pause. Was ist da passiert? Das werden wir gleich noch nachberichten.